So, da bin ich wieder und wir nehmen halt die nächste Aufnahme, das nächste Let's Play auf. Ja, ich habe halt, ja, genau. Jetzt weiß ich auch, warum das Spiel sich aufgehangen hat oder beziehungsweise warum hier dieses Spiel halt sich beendet hatte. Ich bin wohl anscheinend wirklich auf das X gekommen, sodass ich dann halt wirklich, ja. Oh ja, wo es sich dann beendet hatte, ja. Ich sah weiß, ich wiederhole das wieder mit dem Ja, aber okay. Was tut dieser Mann nur? Das weiß ich selber nicht. So, Das ist und ja wohl ein großer vorletzte Mann. Woche war es so, dass ich auch nicht aufnehmen konnte, weil ich die anderen, die anderen Assassin's Creed-Teile, ich habe jetzt alle vollständig. Ich auch das mit dem Chronicle, mit China und, glaub China. Nee, hier komme ich nicht hoch, obwohl das hier richtig ist. Da auf jeden Fall mit China war das und, wieso komme ich hier jetzt nicht hoch? Doch der Aussichtspunkt oder nicht? Okay. Ja, wie gesagt, mit China hatte ich das halt. Da habe ich halt mir, ja. Ich guck gerade, wie komme ich denn? Ja, sicher, dass ich. Ach, ja, ich hab's gesehen. Aua. Was wollt ihr? Entschuldigung, gar nichts. Ich wollte nur einmal kurz Was klettern, wollt ihr weil. denn? Klettern, was sonst? Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt alle Teile von Assassin's Creed und es wird mir wirklich eine Freude sein und auch ein Vergnügen und eine Ehre, alle Teile wirklich systematisch und auch nach Herausgabe oder wann das veröffentlicht wurde, ja, zu spielen. Hoppala. Das kostet dich den Kopf. Oh ja, genau. So. Okay. So. Ja. Auf jeden Fall systematisch das zu spielen nach Herausgabe vom, ja, vom Spiel natürlich. Jetzt muss ich einmal kurz Pause machen. Vielleicht einfach mal hier kurz verschieben. Das möglich ist, weil ich muss das gucken. Ich muss echt gucken, dass das nicht. Ja, Entschuldigung, ich habe, glaube ich, vergessen, wieder Start zu drücken. Ja, auf jeden Fall werde ich alle Teile spielen, die türkische Fahne natürlich. Und wie gesagt, ich freue mich auch riesig darüber, das aufzunehmen und wirklich zu sagen, hey, ja, klasse, das wäre doch einfach mal was Tolles, da wirklich, ja, darüber wirklich, wirklich eine Aufzeichnung zu machen. So, was will Alter er hier, denn? ich brauche eure Hilfe. Ich habe etwas von Tamirs Männern gestohlen und nun verfolgen sie mich. Bitte beschützt mich und ich werde mit euch teilen. Okay, wir müssen jetzt tatsächlich mit ihm hier mitgehen und ihn vor irgendjemanden zu beschützen. Ja, und ich freue mich riesig drauf. Gerade weil auch Valhalla mit dabei ist. Leider nicht über Steam, was halt wirklich doof ist. Was schade ist, weil ich normalerweise mich wirklich darüber gefreut hatte, das über
Steam zu bekommen, aber leider war es halt so, dass ich das nicht über Steam bekommen habe, sondern wirklich über Epic kaufen musste oder besorgen musste. Und das war halt wirklich für mich ein Punkt, wo ich sage, das ist... Jetzt sind wir in Sicherheit. Schade ist. Von nun an schaffe ich es alleine. Nehmt dies. Hoffentlich hilft es euch bei eurer Mission. Es scheint eine Einladung zu sein. Ja. Auf jeden Fall ist das wirklich sehr schade, dass ich halt das darüber holen musste und nicht hier über Steam, weil ich bin halt so, ich nehme mir lieber, benutze halt lieber das, was ich am meisten kenne, und das ist nun mal Steam. Fragt mich nicht warum, aber es ist wirklich so. Wenn ich meine Spiele hole, dann spiele ich wirklich meistens oder generell benutze ich die Spiele über Steam, außer jetzt bei Final Fantasy halt nicht. Da habe ich das über die Seite von Final Fantasy geholt. Was ja jetzt auch nicht so schlimm ist. Und wie gesagt, bei Valhalla halt musste ich es über Epic holen, was eigentlich sehr schade ist, finde ich. Weil ich bin nicht so die zigtausende Spieleplattform. Aua. Bevor ich hier irgendwie zigtausende Spieleplattformen habe, die meinen Computer halt zumüllen. Das Problem ist, zum Glück habe ich ja eine externe Festplatte bekommen mit 1 Terabyte. Also das heißt, ich habe zusätzlich noch 1 Terabyte Festplatte, extern sogar, weil, ihr werdet lachen, weil meine Festplatte auf dem Computer komplett voll ist. Mit anderen Worten, ja, ist mit den ganzen Assassin's Creed Teilen richtig beladen schon, also wirklich beladen. Und so, dass ich halt die Valhalla zum Beispiel musste ich halt auf die externe Festplatte draufpacken, genauso wie Odyssey. Ich werde dir die Hände abschlagen. Was hab ich euch getan? So. Ja. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. So, auf jeden Fall, auf jeden Fall war es halt, hat es halt dazu geführt, dass ich wirklich. Hier drüben! Das wird nicht schwer werden. Okay, er haut auch ab. Das ist schon mal wunderbar. Das heißt, ich kann mich hier. Entschuldigung. Angeber. Stirb, Ungläubiger! Ja.
Konnten wir nicht diese Korb. Ja, Gut, dass ihr gerade vorbeikommt. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Was ist das? Ja, auf jeden Fall war das schon für mich halt nicht ein Weltuntergang. So jetzt drastisch nicht. Aber es war jetzt auch nicht wirklich für mich schön, über einen anderen Store zu bestellen oder beziehungsweise das Spiel zu holen, weil ich bin halt ein Mensch, der halt wirklich Routine hat. Und ja, was ist das? Das ist jetzt irgendwas mit Belauschen, ne? Ich sage euch, es sind Ratten. Nein, Kinder. Ich höre sie lachen. Ratten oder Kinder, beides ist schlecht für das Geschäft. All der Lärm. Jemand muss auf die Balken klettern und sie verjagen. Ich frage mich, wie sie dort aufkamen. Wohl durch den zentralen Innenhof. Dann sollten wir die Wache bitten, nachzusehen. Die sind zu sehr damit beschäftigt, den Hintern ihres Meisters zu wischen. Oh. Okay. Auf jeden Fall, ja. Ich weiß gerade nicht, wo ich stehen geblieben bin, Leute, ey. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall, ja, bla bla bla. Keine Ahnung. Kommen wir hier nicht? Wieso? Warum? Alter, geh doch jetzt mal hoch, Mann. Seltsam. So. Wirklich. Da hoch müssen wir also dahin. Echt jetzt. Ach, hat Hext noch mal hier heute. Also, ganz ehrlich, hallo, da ist... Okay, dann so. Ist mir auch gerade Latte. Ja, auf jeden Fall war das halt für mich frustrierend. Und ich weiß nicht, ich habe es noch nicht getestet, ob das Spiel auch bei mir flüssig läuft. Valhalla. Weil ich habe zwar jetzt zum Beispiel habe ich sogar Metro... Exodus Unchained bekommen, aber das läuft leider nicht auf meinem Computer oder beziehungsweise auf meinem Gaming-Laptop, weil die eine höhere Grafikkartenanforderung habe, als die ich besitze. ja, das ist aber kein Problem, weil Unchained kann ich immer noch spielen, wenn ich halt einen besseren Laptop habe. Und ich meine, das läuft jetzt auch nicht wirklich weg, wo ich sage, oh, ja, ich muss jetzt aber einen besseren. Nee, also ich brauche jetzt nicht wirklich so schnell einen dringenden Laptop. Es reicht auch dieser hier. Weil ich meine, ich kann mir nicht hier ständig einen neuen kaufen. Der ist gerade mal neu. Vielleicht, ich bin auch am Überlegen, vielleicht ist es für mich schon sinnvoll, mir ein Gaming-Laptop, oh mein Gott, wirklich zu mieten. Das kann man ja mittlerweile auch machen. Man kann sich die Gaming-Laptops auch mieten. Ob das jetzt für mich so viel Sinn macht, weiß ich jetzt gerade nicht wirklich. Aber ich meine, es ist immerhin noch ein Versuch wert und... ja, Alter, ihr kommt hier nicht rauf.
Keine Ahnung, warum hier. Zum Henker noch eins hier. Nee, der kommt. Alter, ja. Okay, ganz ruhig. Alles gut, alles gut. Nee. Hey. Okay, machen wir. Wille weiß ich auch gerade nicht. Ich versuche hier nur irgendwie hochzukommen und irgendwie. Hat auch den Verstand verloren. Ja. Genau. Ach, da kommt er komischerweise wieder rauf. Typisch. Ob das jetzt hier so eine gute Idee ist, ich frage mich gerade, wo ich zum Beispiel. Ja, hoch mit dir. Gut. Das hätten wir schon mal. Jetzt geht er wie hoch. Auf jeden Fall bin ich am Überlegen, mir dann ein Gaming-Laptop zu mieten oder als Mietkauf zu machen, wenn ich da was Günstiges finde natürlich. Und ja, auf jeden Fall wird dann mein Ehemann diesen Laptop dann bekommen und ja, schauen wir mal, ne? Oh, ja. Das war knapp. Auf jeden Fall freue ich mich schon, einen Keks zu essen. Ich hoffe, ich bin so gut und schaff das. Okay, ja. Perfekt, hey. So, jetzt reden wir mit der guten Dame. Und ich nehme mir noch mal einen Keks. Oh nein, was ist passiert? Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Oh, wie schrecklich. Überall und nirgendwo, würde ich mal jetzt so behaupten, ne? Hier ist noch ein Bürger. Na, gehen wir hier, da ist auch dieser Informant. Herausforderung. Können wir dann dahin auch gleich mal verschwinden oder hingehen? Warum würde jemand so etwas tun? Ich verstehe nicht, was er damit erreicht. Hoppala. Macht Platz. Ihr wagt es in meinem Wasser. Geht, so geht's auch. So, dann reden wir mal mit der guten Dame. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Eigentlich hatte ich mir das wirklich hier anders vorgestellt. Oh, was ist das? Was ist geschehen? Ja, aber irgendwie, habe ich das wirklich nicht so hinbekommen.
wie ich es mir eigentlich erhofft hatte. Typisch natürlich. Und der ist hier oben. Kletterst du oder kletterst du jetzt nicht? Und ja, ich gucke auch zwischendurch halt auch. Hä? Will der mich hier veräppeln oder was? Man kann doch. Alter. Okay. Ach, jetzt tut er das. Na. So, wir sind hier. Jetzt kletter doch mal. Alter. Wir reden jetzt mit dem Informanten. Friede sei mit euch, Altair. Mich dünkt, ihr seid auf der Suche nach Informationen, die euch gegen Tamir helfen werden. Ich kann euch nicht helfen, aber bei ihr vielleicht. Er sollte nicht weit von hier sein. Okay. Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Jetzt muss ich mich hier ein bisschen Opala. Nein, 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 nein. Aua. Eieieiei, ob ich das wirklich schaffe, ist die andere Frage. Ja. Ich weiß nicht, wie ich hier schnell laufen kann. Das kann ich euch hier nicht sagen. Dafür spiele ich das echt. Oh, man hat euch entsandt, wie? Eine interessante Wahl, aber nicht meine Entscheidung. Der Rafik bat mich, den Zug zu überwachen, den Tamir sein eigen nennt. Und ich fand Folgendes heraus. Es gibt eine Gruppe Unruhestifter, die sich am südöstlichen Ausgang herumtreibt. Sie sind mit den Wachen verfeindet. Verdient euch ihre Freundschaft und sie werden euch sicherlich helfen. Okay. Wir hatten hier gerade Hilferufe gehört. Da werden wir auch natürlich. Was habe ich getan? Ah, hier. Warum tut ihr das? Was habe ich getan? Dieb! Elender Lump! Ach, bitte! Was ich nicht schon gesehen hätte. So. Stirb, Dieb! In Hof! Stirb! Gott ist auf meiner Seite. Du wirst nicht gewinnen. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Was ist los? Komisch. Warum schreien hier alle nach Hilfe und oh, bitte mach dies und bitte, wir brauchen solche Hilfe und dann rennen sie gleich hinter ein mit der Mistgabel hinterher, also ernsthaft. Man kann es heutzutage keinem recht machen, zumindest ein Spiel nicht kann es recht machen und ja. Wir nehmen, glaube ich, ist das letzte? Ich weiß gar nicht, ob das letzte ist. Tamirs Karawane nordwärts zog, stieß er auf den Führer der Sarazenen und seine darbenden Männer. Eine glückliche Fügung für beide. Jeder hatte, was der andere brauchte. Es war vor Khatim. Die Sarazenen hatten wenig Verpflegung und brauchten dringend Nachschub. Aber es war keine Hilfe in Sicht. Mancher sagt, ohne Tamir hätten sich Salah al-Dins Männer sicher gegen ihren Führer gewendet. Vielleicht haben wir diese Schlacht nur wegen diesem Mann gewonnen.
Geht weg. Den hier müssen wir verprügeln. Damit er uns hier schön. Ihr scheint einiges über Tamir zu wissen. Sagt mir, was er vorhat. Ich kenne nur das, was ich erzähle. Sonst nichts. Wie schade. Es gibt keinen Grund, euer Leben zu schonen, wenn ihr nichts anzubieten habt. Wartet, wartet! Es gibt da etwas! Fahrt fort. Er ist neuerdings sehr beschäftigt. Er überwacht die Herstellung vieler, vieler Waffen. Und weiter? Sie sind für Salah al-Din bestimmt. Das hilft mir nicht. Das heißt, es hilft euch auch nicht. Nein, hört zu! Nicht Salah al-Din. Sie sind für jemand anderen. Die Wappen auf diesen Waffen, sie sind anders, unbekannt. Tamir unterstützt einen anderen, aber ich weiß nicht wen. Ist das alles? Ja, ja. Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Dann ist es Zeit für euch zu schlafen. Genau. Gute Nacht. So, so. Ihr wagt es in meinem Beisein zu stehlen? Das wird euch das Leben kosten. Das Problem ist ja, Dieb, elender Platz. Was habe ich getan? Angeber. Euer Leben ist verwirrt. Gut, dass ihr gerade vorbeikam. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schulde, was ist hier geschehen? So, zwei Bürger müssen wir noch den, noch das Leben retten. Aber ich sehe hier gerade, hier ist noch ein Aussichtspunkt. Erstmal nehmen wir hier diesen Bürger und dann. Verdammt! Okay, er wollte es nicht anders. Er hat es so gewollt. Diese ganzen Petzen, immer wieder gibt es Petzen. Petzen, Petzen, Petzen. Die läuft immer noch hier. Dreckiger Dieb, ich werde dir die Hände abschlagen. Geht. Angeber. Alter, jetzt geh mir hier nicht auf die Kekse, ey. Alter, ich habe hier gerade richtig ein Problem. Ja, genau. Mein Problem war gerade, dass ich hier. Alter. Stoßen Sie die Leute aus dem Weg, um ihre Geschwindigkeit zu behalten. Und nutzen Sie ihre Sprint. Ohne Mist, ne? Dieses Fensterscheißer, das stört echt ein. Ohne Mist. Ja. Okay, wir sind nicht weit entfernt. Okay, dann werden wir das jetzt nochmal versuchen hier mit der Frau. Ohne dass hier gleich das Fenster verschiebt wird. Stirb, Dieb! Warum tut ihr das? Was
darum, Berettiger, blieb. Ich werde dir die Hände abschlagen. So. Angeber. Das kostet dich den Kopf. Hier, so. Der Herr sei gepriesen. Ihr habt mich gerettet. Die Stadt wird von eurer Tat erfahren. Oh, was ist das? So, ein von 11 Bürger haben wir hier jetzt. Alter! Ich hab doch jetzt hier nichts gemacht, Mann! Alter, komm. Alter, ihr? Kletter! Na komm, rauf mit dir. So. Ja, das ist halt problematisch. Ich weiß nicht. Ich glaube, damals, man konnte es wirklich nicht einstellen, um halt hier wirklich, dass das kein Fensterbild-Modus hat, sondern wirklich, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Spielen ist, ob das auch so ist, dass es, um halt, ja, wie soll ich das sagen, ne? Bei den anderen Spielen, ob das dann auch ist, um auf den Desktop zu kommen, dass man hier irgendwie, irgendwie auch nur dieses Fenstermodus hat, weil das ist echt nervig gerade, wisst ihr das? So, und somit haben wir den letzten Aussichtspunkt erreicht und wir haben echt noch genug Zeit, also nicht so viel Zeit, aber halbwegs Zeit. So, und wir haben alle Aussichtspunkte in Damaskus im Armviertel erreicht und geschafft. Jetzt brauchen wir nur noch einen einzigen Bürger zu retten. Den holen wir uns jetzt auch. Und ja. Und dann werden wir uns, ja. Und da ist er. Hinterhakt es in meinem Beisein zu stehlen! Haltet euch fern von mir! Stirb, Ungläubiger! Doch. Ich danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Und somit, ihr Lieben, haben wir sogar den letzten Bürger gerettet. So, verwerfen. Und wir haben hier jetzt alles hier freigesetzt. Aber, Leute, ohne Mist, ich werde mir hier noch jemand... Ich werde hier mir... Wo ist der Fluss jetzt? Bei einem Fluss oder an einem Boot ist, ja, hallo? Okay, oh, toll, eine Fahne. Ja, war jetzt nicht gerade die ich haben wollte, aber okay, macht auch nichts. Haben wir auch eben eine Fahne gesammelt. Aber eigentlich wollte ich mir die Fahne hier auf dem Bootsteg holen. Kannst du bitte? Und zwar die hier. Hui, das war knapp. Ich habe nicht vergessen, dass Altair nicht schwimmen kann. Also davon mal abgesehen. Ich habe es echt nicht vergessen. Ah! Okay. Verdammt.
Ich rede gerade davon, dass Alter ihr nicht schwimmen kann. Und was mache ich? Ich falle direkt ins Wasser. Ja, wir sind hier jetzt wieder auf dem Boot. Und ja, wir haben alle Aussichtspunkte erreicht gehabt. Wir haben uns hier, die Bürger haben wir geholfen und gerettet und wir haben einiges gemacht, finde ich. Gerade die, die auch Hilfe brauchten. Beim nächsten Mal, ich glaube, ich mache noch mal eins oder zwei Aufnahmesession. Aus dem Grund, weil ich schon gerade daran Spaß habe, da überhaupt was zu machen. Auf jeden Fall setzen wir uns mal hier hin. Und ja, wie gesagt, es war mir ein großes Vergnügen für euch das Let's Play rauszumachen in Assassin's Creed. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf die anderen Teile, die ich jetzt auch habe und die ich gerne auch alles auf einmal Let's Playen möchte. Aber dann würde ich mich selber spoilern und ich habe noch nicht mal Assassin's Creed zu Ende gespielt. Also auf jeden Fall sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ich glaube nicht, dass ich heute jetzt noch schaffe, eine weitere Aufnahme zu machen, weil zumal ich auch noch was im Haushalt machen muss. Und wie gesagt, seid nicht traurig deswegen oder sonst irgendetwas, denn natürlich werde ich jetzt auch gucken und ich werde mich auch bemühen, dass die Folgen halt rechtzeitig rauskommen. Und wie gesagt, diese Woche gucke ich, dass ich dann auf jeden Fall werde ich morgen auf jeden Fall alle die Final Fantasy 14 und Assassin's Creed komplett rendern, wenn ich nicht schon heute damit anfange, dass ich die morgen nur noch veröffentlichen muss. Das ist auch dann kein Problem. Dann könnte ich wieder Mittwoch, Donnerstag wieder Aufnahmen machen von Final Fantasy und Assassin's Creed und halt Metro dann am Wochenende. So dass dann nächste Woche dann direkt wieder neue Folgen rauskommen. Auf jeden Fall macht's gut. Bis dann. Auf Wiedersehen. Es war mir wirklich ein Vergnügen. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Viel, viel Glück. Und bleibt gesund auf jeden Fall. Und abonniert mich. Und Feedback wäre nicht schlecht. Und ich wiederhole mich mit und. Ja, und ich werde mir jetzt Alexa schnappen. Und mit ihr die Nachrichten. Wiedersehen.